Die 17 ist bei uns. Auch hier sind mir viele Dinge eingefallen, wenn ich das hier so studiert habe. Zunächst einmal ist das Coulinon du Borgais. Im Übrigen ist dieser Hengst seinem Vater, wenn ich da richtig liege, Tobias Bachel wird das hoffentlich bestätigen, ziemlich ähnlich. Ein Diamant de Semi-Sohn, der über Quickstar und dann Laudanum, diesem Spitzenvollblüter in der springsportlichen Zucht, äußerst wertvoll gezogen ist, der sich für den Sportstall Bachel nicht nur als Zuchthengst, sondern eben auch als Top-Springpferd in der ganz, ganz schweren Klasse verdient gemacht hat. Und dann die Negril vom Caretino und Carthago sowie Ritter. Der Züchter ist Keitel Tischer von Kirchdorf am Inn. Auch die Betriebsgemeinschaft Keitel Tischer aus Kirchdorf sind noch Besitzer. Die Mutter lieferte mit Peppermint einen international in der zwei-Sterne-schweren Klasse erfolgreichen Sohn von Plot Blue. Ich möchte hier noch mal ein wenig eingehen auf den unmittelbaren Holsteiner Stutenstamm 1298. Die Kenner wissen sofort, dass wir uns im Lord-Stamm befinden, der Ladykiller-Sohn Lord, der auch hier in der Familienfolge direkt sich wiederfindet. Hinter Ritter geht das direkt weiter mit Cottage Sun. Die Viola vom Cottage Sun und das wiederum ist die unmittelbare Mutter des Hengstes Lord. Also wir sind gar nicht so weit weg von diesem Holsteiner Leistungsvererber. Und ich finde es eben ausgesprochen interessant, wie das französische Blut des Galoubé und dann Uriel und Ibrahim hier an diese holsteinische Linie zu passen scheint. Die Rapper's Delight, Tochter des Accurado, die mit Michael Kölz bis 1,45 Meter erfolgreich war und natürlich zu erwähnen, die zwei gekürten Söhne, einer vom Casanova, einst über den Hengstmarkt hier verkauft und einer, besonders interessant, Zaccorado Blue, den David Will unter anderem jetzt auch im Arabischen zu Siegen im großen Preis geführt hat, ein Sohn des Scirocco Blue. Alle unmittelbar aus dieser Caretino, Mutter und der Tochter des Accurado. Das ist doch top interessant. Auch Emilion im Übrigen, vom Wellington abstammend, seinerzeit mit Uli Kirchhoff auf den ganz großen Parcours dieser Welt unerschrocken unterwegs. Der Lordstamm, für die aufmerksamen Beobachter unter Ihnen, brachte seinerzeit einen Caretino-Nachkommen. Sie sehen, ich komme es immer wieder zurück auf das Caretino-Blut, der hieß Chupa Chup. Den hat Hamsivers seinerzeit in den Sport gebracht. Er hat mit Bernardo Alves den großen Preis von Hamburg gewonnen, eine Etappe der Global Champions Tour seinerzeit und er hat an zwei Olympischen Spielen in Athen und in Hongkong teilgenommen. Chupa Chup vom Caretino aus diesem Lordstamm 1298. Gut gemacht und nun verhalte ich mich auch Start die 17 für Sie, verehrte Zuschauer.